Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Valiant Hearts The Great War. Das letzte Mal sind wir weitergekommen, sehr viel weiter, denke ich. Und die jetzt gehen wir nochmal zurück, weil da hinten war noch was. Die wundern sich jetzt bestimmt, was auf ist. Oder? Nee, doch nicht. Ich habe gedacht, die schlagen jetzt Alarm oder so. Oder das deutsche Alarmfunktionen ist sehr hell. Die merken es wohl nicht. Ne? Periskop, um die gegnerischen Gräben zu beobachten, ohne das Feuer auf sie zu ziehen, nutzen die Offiziere und Soldaten Periskope. Sie bestanden aus einem Rohr, Modi montierten Spiegeln, die über den Rand des Grabens gesteckt wurden, ohne das eigene Leben zu riskieren. Gut. Jetzt gehen wir weiter. So, das sind gerade 100 Feuer schon. Das Labyrinth. Wimmy und Neuville Saint Vallast waren zwei deutsche Stellungen, die sehr früh befestigt wurden. Eine Vielzahl von Schützen, Laufgräben waren mit unterschiedlichen Bunkern verbunden. Daher der Name Labyrinth. Wiederholt versuchen Briten, Franzosen und Kanadier, diese Schlüsselposition einzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Die Verluste waren so immens, dass die Stellung Ende 1940 für uneinnehmbar erklärt wurde. Ah, hier. Die Schützengräben. Die Soldaten in den Schützengräben leben nicht alle unter den gleichen Bedingungen. Die Deutschen begannen schon früher ihre Gräben mit Beton, Stahl und Bunkerkonstruktion massiv auszubauen, während Briten und Franzosen noch im Schlamm warteten. Hier häufig lagen die gegnerischen Gräben nur wenige Meter auseinander. Hinter den vordersten Gräben wurden weitere Unterstützung und Reservegräben ausgehoben, in denen sich die Soldaten zurückziehen konnten, wenn ihr Graben vom Feind erobert wurde. Normalerweise wurden die Soldaten in den Gräben an vorderster Front regelmäßig abgelöst. Denkmal für die marokkanische Division. Die marokkanische Division glich von ihrer Struktur eher den übrigen französischen Kolonialtruppen und der Fremdenlegion. Sie bestand aus tunesischen oder algerischen Schützen sowie marokkanischen Zouaven. Im Jahre 1915 eroberte sie erfolgreich den Höhepunkt von Vimy, musste sich aber mangels Unterstützung durch den französischen Generalstab nach 2 Tagen wieder zurückziehen. Für ihren Einsatz wurden sie mit der Ehrenlegion ausgezeichnet. Ihre Devise lautet: weder Angst noch Gnade. Die Marinekanone. Marinekanonen und Geschütze, die Geschosse mit einem Gewicht von bis zu 380 Kilo abfeuern konnten. Wie diese extrem schweren Geschütze mussten spezielle Eisenbahnmaschinen entwickelt werden, über die sich in Stellung gebracht wurden. Bedient wurden sie von Marinesoldaten, die den Auftrag hatten, sie im Falle eines Rückzugs in die Luft zu sprengen, damit sie dem Feind nicht in die Hände fallen. Warte mal. Rollen man in die Grab! Was? Kommt man nicht mehr zurück? Da war, glaube ich, noch mal was. Bart. Was war das?
What? Auch noch ein anderer Dynamit. Jetzt ist er weg, oder was? Brief eines deutschen Soldaten, 21. April 1915. Lieber Andrea, wir sitzen seit Januar hier in diesem Loch und ich halte es nicht mehr aus. Ich bin jetzt aber so satt, wie eine Ratte zu hausen. Ich vermisse mein altes Leben, mit dir und den anderen Linden zu flanieren. Ich vermisse sogar die Arbeit in der Fabrik. In Liebe, dein Dieter. Das ist ja nichts.
Warum läuft er denn jetzt nicht? Ah. Sie hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Sie war... Ich konnte nicht mal mit dem laufen.
Sardinen Konvers Soldaten wurde von den Armeen versorgt, dennoch erhielten sie Pakete von zu Hause, um ihr tägliches Leben etwas auszubessern. Dort mit Fisch oder Fleisch wurden eine umfangreiche Kiste zur täglichen Armee versorgt. Britische Münzen. Während der Krieg tobte, ging das Leben weiter, auch die Wirtschaft. Die Kriegswirtschaft basierte sowohl auf Tauschhandel als auch auf Geldwirtschaft. Die Soldaten kaufen sich mit ihren Sold Verpflegung. 1914 betrug der Sold eines britischen Gefreiten in einem Regiment ein Schilling pro Tag. Der King's Schilling für Frauenkinder gab es entsprechend zu lang. 6 Pence für die Frau, 1 Pence pro Tag für jedes Kind, 1 Schilling gleich 12 Pence. Der Schilling wurde letztendlich durch die 5 Pence Münze ersetzt und ist heute etwa 85 Cent wert. Mist. Hey, wie kann er da durchkommen? Fahren wir mal. Diesmal. Oder ist da schon der Hammer drin? Ja, der Heiler.
So. Von Dorf war erneut entwischt, aber immerhin war es Emil gelungen, Medikamente für Freddy zu finden. Schon bald waren sie wieder unterwegs. Machen, haben wir nicht gemacht. Wir haben den am Ende einer Irrfahrt, die sie bis nach Reims führte, stießen sie schließlich wieder auf die Spur des flüchtigen Barons und seines Zeppelins. Das war's erstmal für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.